Also hier ist ja falsch, ne? Ja, das ist ja, wir sind ja eigentlich auf der Tribüne. Also müssen wir ja auch irgendwo hier reinkommen. Ja, aber dann rechts. Steht da nicht hier drauf, wo wir hin müssen? Block A, 34. Nee, B10 oder B13. Du hast die Karten? Dann gib mal eine her, bitte. Hello. Thank you. Junge, war das ein kleines Drehkreuz, ey. Wie geil das aussieht. Weißt du jetzt, warum ich so einen Spaß daran habe, mir das Stadion anzugucken? Du siehst halt überall immer irgendwas Neues, was halt ziemlich cool ist. Guck mal, hier ist der Rahmen. 34, hier. Tja, schlecht für dich, ne? Sicherlich. Der Mann macht erstmal noch eine Sportwette auf ein Spiel, wo er nicht einen Spieler kennt. Das ist richtig. So wie immer. I would like to have the burger and the pint. Yes, cheese or no cheese? Käse oder ein Käse? Das, Käse oder kein Käse? Käse oder kein Käse? Kein Käse. Das ist aber niedlich. Wie viel Schwamm da wird? 50 Käse. Ist halt ein Basis. Ja. Und echt dran, beide Seite dann. War nicht so schlau. Boah! Alter, schmeckt das widerlich. Also auf geht's auf die Tribüne. Hier sind die kleinen Stufen und dann ist das wie typisch Englisch, oder typisch in England, ist man direkt am Spielfeld. Dann laufen wir hier rechts rum. Und ja, du hast deinen Platz schon. Oh, das ist natürlich auch schlecht für dich hier, ne? Ja, Cedric hat sich gerade einen Burger geholt, in der Hoffnung, was richtig Geiles. Er hat jetzt umgerechnet, glaube ich, 9 Euro bezahlt für ein Bier, was widerlich geschmeckt hat. Boah. Und einen Burger, auf dem keine Soße ist. Du hast einfach... Worst deal ever in the history of deals. Also zwei trockene Scheiben mit ein bisschen einer Fertigfrikadelle und ein Stück Käse. Lecker. Hier sieht man schon auf der Hintertortribüne, das ist Tor, füllt es sich schon im Oberrang doch schon sehr. Für englische Verhältnisse, wir haben eine halbe Stunde noch bis zum Anstoß. Also Millwall, Kier, Mö. Da hinten kann man den Gästeblock erahnen vom Brentford FC. Der Unterrang ist komplett geschlossen. Nein, ich revidiere, ich sehe links ein paar einzelne Menschen sitzen, aber der Großteil ist im Oberrang. Halbzeit steht es 1-0 für Millwall. Hier ist ordentlich Stimmung in der Bude. Und was sagst du bisher? Ganz geil das Ding. Ganz geil das Ding. Ganz anderes. Ja. Ganz, also macht auf jeden Fall Spaß, können wir empfehlen. 5 Sterne bei, wie heißt das hier? Schubert-Weiser, oder? Ja, 5 Sterne. Gerne wieder. Werbung ohne Bezahlung. Wir alle so machen. Überragend hier, richtig witzig. Im Stadion ist übrigens relativ wenig Platz. Man kann kaum an seinem Sitz sitzen, ohne mit den Knien vor den Vordermann zu stoßen. Und wir sind jetzt auch nicht die größten Personen. Deswegen sitzen hier quasi alle Leute halb diagonal. So, meine Freunde, wie ihr sehen könnt, sind wir auch nicht mehr im The Dance Stadium von Millwall, sondern mitten in London, irgendwo auf einer Straße. Ich glaube, es ist die Old Kent Road in der Nähe von unserem Hotel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und drückt auf diese wunderbare Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Viel mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen, also bis dann, haut rein, ciao.